Erneut kommen wir zu der Gewinnerverkündung eines Fatona-Battles. Diesmal waren die Kontrahenten MagnumTP und Creepy Smile. Beide haben am 16.06.2014 die Creepypasta Der Soldat vertont. Jetzt erstmal wieder der Jury-Vote und dann eure Abstimmung. So, kommen wir zur Bewertung Smile gegen Magnum von mir. Ich muss sagen, ich fand dieses Mal Creepy Smile besser, das sage ich direkt zu Anfang. Und zwar, viele sagen, dass das Fehlen der Musik bei Magnum sehr viel mehr Atmosphäre erzeugt hätte und das sehr gut gewesen wäre. Ich fand das überhaupt nicht passend, ganz im Gegenteil. Ich fand, bei dieser Pasta hätte Musik sehr gut gepasst und ich fand, Creepy Smile hat das auch wunderbar ausgewählt. Der Punkt ist, die Betonung von beiden waren gut. Was mir aber auffiel, bei Magnum war es so durchgehend, bei Creepy Smile war es am Anfang nicht gut und wurde am Ende immer besser, hatte ich das Gefühl. Deswegen ist dann auch im Durchschnitt ist es halt wieder genauso mittel. Deswegen, auch wegen der Musikauswahl, geht meine Stimme dieses Mal knapp an Creepy Smile. Magnum. Ich mache die Bewertung jetzt einmal wie bei Aherney und gehe auf beide ein. Erstmal zu Magnum. Bei Magnum fand ich die Idee wirklich interessant, keine Musik einzusetzen, da es mal etwas anderes war und auch gut zu dieser Pasta gepasst hat. Ein kleines Problem sehe ich jedoch darin, dass man dadurch stark gehört hat, dass Rauschen entfernt wurde. Aber das geht noch einigermaßen und man kann darüber hinwegsehen. Dazu waren die Betonungen gut, Pausensetzung ebenfalls. Bei Smile fand ich auch die Musik nicht unpassend und gut gewählt. Beides hat gepasst. Jedoch fand ich, dass, vor allem am Anfang, Smile erneut ein paar dieser komischen Betonungen dabei hatte. In den Dialogteilen der Pasta waren die Betonungen jedoch wieder super und absolut passend. Hier war auch das Schauspiel und die Stimmverstellung besser als bei Magnum. Insgesamt gebe ich meinen Punkt jedoch an Magnum, da es durchgängig solide und gut war. Nun zu meiner Bewertung. Magnum hat in seiner Vertonung keine Musik benutzt und das hat mir auch recht gefallen, das war halt einfach mal was anderes. Außerdem hatte er eine klare, bassige Stimme, also sehr gut bearbeitet. Die Rolle des Vaters ist sehr gut vom Sohn zu unterscheiden, also da hat man auch ein schauspielerisches Talent gesehen. Und der Sohn klingt traurig und das finde ich ebenfalls gut. Bei Smile ist eine Musik vorhanden und die ist ja genauso passend wie die Stille, die Magnum eingebaut hat. Die Stimme finde ich ebenfalls sehr gut bearbeitet, ist halt nicht ganz so bassig wie bei Magnum, aber ist irgendwie ein bisschen klarer und ja... Die Rolle des Vaters finde ich sogar besser gesprochen als bei Mac, also das bedeutet, dass ich Smile besser als Schauspieler finde. Als Fazit würde ich es so im Raum stehen lassen, dass beide sehr gut vertont haben und ich kann beim besten Willen niemanden finden, dem ich den Punkt zukommen lasse. Von euch haben ganze 5 Leute für Magnum gestimmt, 2 Leute waren für Smile. Die Jury hat anschließend Smile noch zu 3 Punkten und Magnum zu 7 verholfen. Somit steht es erneut fest. Magnum, herzlichen Glückwunsch. Dies war nun also das 6. Battle. Und was als nächstes kommt? Das ist eine Überraschung.